Hallo meine lieben Pokémon-Freunde und herzlich willkommen zu GPL Spieltag Nummer 15, dem zweiten Spieltag der Hinrunde. Wir spielen heute gegen den Full Life Games. Full Life Games ist ja in der Hinrunde für den Lucario LP nachgerückt. Ein sehr, sehr starker Gegner, ein sehr, sehr starkes Team, es ist nicht unbedingt extrem defensiv, aber er hat ziemlich viele Pokémon, die er potenziell defensiv spielen könnte. Ihr seht auch schon, ich habe leider 100 Kämpfer auf meiner Kamera. Und das heißt, ich konnte den Kampf leider nicht speichern. Darum hat Full Life Games, also Pene, mir sein Kampf zur Verfügung gestellt. Ist jetzt ein bisschen doof, da wir das Ganze aus seiner Perspektive sehen, aber ich denke, das sollte kein Problem sein. Wir haben auf jeden Fall dabei Vashakwil, Pantymos, Entei, Knarkrak, Lapras und Staloboar. Vashakwil ist gescarft, Pantymos trägt die Soul Vest, einfach der perfekte Check gegen Krabums, was er eventuell hätte mitnehmen können. Also ich musste halt Pantymos über Hooper spielen, auch wenn ich lieber Hooper gespielt hätte. Aber einfach wegen Krabums musste ich Pantymos mitnehmen. Dann haben wir ein Choice... Nee, nicht Choice Band. Wir haben die Lützibäre auf unserem Entei für Suicune und Boyolin, damit wir da im Fall der Fälle die relativ gut hitten können. Dann haben wir einen Mega-Knackrack, ein Choice Specs Lapras, was gegen jedes Team sehr, sehr guten Job machen kann. Und zu guter Letzt ein Life Orb SD, also Setup Staloboar. Bin hat dabei ein Suicune, ein Latias, ein Boyolin, ein Pipi, ein Zapdos und ein Heatran. Auf jeden Fall ein starkes Team. Gerade Boyolin und Suicune können meinem Team sehr viel Probleme bereiten. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt mit dem Kampf. Es war ein Kampf, auf den ich mich relativ gefreut habe, weil ich habe vorher noch nie gegen Bene gespielt. Ich kenne Bene jetzt schon super lange, muss man sagen. Also ich kenne Bene schon fast seitdem ich angefangen habe mit YouTube. Und ja, er lead hier auf jeden Fall mit Suicune, ich lead mit meinem Vashakwil und will natürlich nicht drin bleiben. Ich habe nachgekalkt. Rückkehr würde maximal, glaube ich, 44% machen. Darum gehe ich mit der Kehrtwende raus und habe somit halt einen relativ safen Switchen in meinen Lapras. Auch wenn er für Core Mike gegangen wäre, hätte Lapras immer noch gute Karten. Er geht hier direkt von Scald, Hardswell Absorber haben wir auf Lapras. Das heißt, das bringt ihm absolut null. Er dreht die Leftovers auf. Suicune, was mir sagt, er ist auf jeden Fall defensiv, ob physisch defensiv oder speziell defensiv, weiß ich noch nicht 100%. Ich habe jetzt auch den Damage der U-Turn nicht nachgekalkt. Bin jetzt hier direkt für einen Gefriertrockner, für einen Choice Bags Gefriertrockner gegangen. Also Lapras konnte, wie gesagt, gegen sein Team wirklich sehr, sehr viel machen. Der Gefriertrockner macht auch nicht ultra wenig Damage, aber ich habe Angst, dass er sich jetzt auf dieser Stelle mit Calm Mind boosten könnte. Gehe deshalb raus in mein Akani. In mein Entei. Ich habe gerade auf Present geachtet und habe dann an Akani wieder. Gehe deswegen raus auf mein Entei. Allerdings legt er jetzt direkt die Tarnsteine raus und ich habe keinen Spinner dabei und habe Lapras, Vashakwil und Entei, aber ich konnte halt nirgendwo den Spinner draufpacken. Leider, ich habe auch auf Mega Garchomp die Tarnsteine, aber naja, hier kommt jetzt auf jeden Fall wieder sein Suicune raus. Ich bin an dieser Stelle direkt für eine Standpauke gegangen gegen Pipi, weil ich eventuell mit einem Latias, gerechnet habe. Oder halt Zapdos oder Heatran. Heatran hätte natürlich auch sehr gut sein können und dann hätte ich mit ihm mit der Dampfwalze gut treffen können. Er kriegt jetzt hier auf jeden Fall einen Spezialangriffsdrop. Ich predikte jetzt hier, dass er rauswechselt in was, weiß ich nicht hundertprozentig. Ich hätte eher gedacht, dass er in Zapdos oder sowas rausgeht. Allerdings geht er direkt raus in PPV. Ich gehe direkt von Läuterfeuer, bekomme den Crit und kann ihn damit rausnehmen. Der Crit hat gemattert, ja, kann man sagen, aber zwei Läuterfeuer hätten auch gereicht und ich wäre schneller gewesen. Also es hätte einfach nur im Nachhinein ein bisschen was vom Spielverlauf geändert, aber es hat nicht ultra krass gemattert. Er geht hier jetzt an dieser Stelle auf jeden Fall raus in Latias, in sein Mega-Latias. Und geh direkt vom Psyshock. Der macht nicht ganz 50%, was ich gut finde. So denk ich mir auf jeden Fall, okay, kann ich noch nicht tanken. Ich gehe für Läuterfeuer natürlich, weil ich auf den Burn hoffe, aber auch, weil es ja relativ soliden Schaden macht, bekommen wir auch zum Glück den Burn. 50% kann man nicht unbedingt als Hex oder so ansehen. Und er geht hier jetzt für den Surfer, was sehr, sehr schade ist. Also hat er gut gemacht. Surfer hätte wahrscheinlich nicht gewone-shottet und deswegen hat er einfach mit Psyshock Damage gemacht, um mich dann halt in Sicherheit zu wiegen quasi. Und dann geht halt meine Entei down, weil ich wäre jetzt hier für eine Standpauke gegangen. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr cool gewesen. Aber ja, hat er auf jeden Fall sehr gut gemacht. Ich gehe jetzt auf jeden Fall raus in meinen Pantymos. Kann ihn mit einem Zauberschein oder sonst ihn sehr gut treffen. Er geht hier an dieser Stelle direkt raus. Wir haben auch noch den Focus Blast drauf und den Donnerblitz für Boyolin und Suicune. Zauberschein kommt raus und der macht sogar relativ guten Schaden gegen Zapdos. Ich gehe jetzt hier für eine Psychokinese. Also er geht erstmal für Roost und ich gehe für eine Psychokinese, weil Psychokinese macht halt mehr Damage als Zauberschein und wir können eventuell nach einer Zeit den Special D-Drop bekommen. Psychokinese kommt und er bekommt direkt in der ersten Runde den Special D-Drop. Ist natürlich ärgerlich für ihn, er kann allerdings mit einem Volt Switch direkt rauswechseln.
macht soliden Schaden dafür, dass ich eine Soulfest trage. Also ist auf jeden Fall nicht schlecht. Geht er jetzt raus in sein Heatran. Und ja, da kam ein Donnerblitz. Ich habe eher mit Suicune eventuell gerechnet. Allerdings Heatran ist auch okay. Feuersturm habe ich mir gedacht, kann ich vielleicht noch tanken. Aber ja, war dann nicht so. Wie sagst du, es sagt mir auf jeden Fall, dass er offensiv ist, aber ich weiß noch nicht, ob er gescarft ist oder sonstiges. Ich gehe jetzt raus in meinen Knackrack, weil ich bin halt davon ausgegangen, okay, jetzt entweder Specs oder Scarfed ist wahrscheinlich, weil wir haben keinen Life-Up oder so. Er könnte noch Expert-Belt sein, aber dann wäre ich auf Feuersturm gegangen. Ich gehe jetzt auf jeden Fall meine Mega-Entwicklung, habe die Chance jetzt hier genutzt, um meinen Tarnstein rauszubekommen. Weil ich mir gedacht habe, er ist höchstwahrscheinlich auf Feuersturm gelockt, was mir das Ganze auch mehr oder weniger bestätigt hat. Und ja, kann jetzt hier meine Tarnsteine rausholen. Wie gesagt, ich weiß halt immer noch nicht, ob er gescarft oder gespaxt ist. Engel jetzt hier für die Kraftreserve Eis ist wahrscheinlich. Die killt aber Knackert nicht komplett. Und ich kann hier auf jeden Fall Draco rausbekommen. Und der nimmt Zapdos auf jeden Fall raus. Ja, ich glaube selbst Draco Meteor hätte locker 80% oder so gemacht. Ich glaube, ich habe 252 Spezialangriffsinvestment auf dem Set. Von daher passt es auf jeden Fall. Ja, er geht jetzt auf jeden Fall raus in seinen Boiling. Boiling, wie gesagt, kann sehr viel Druck auf mein Team ausüben. Gerade immer noch Water-Types sind, darf ich nicht unterschätzen. Lass jetzt hier mein Knackrack sterben, weil ich hätte Knackrack im späteren Verlauf nicht unbedingt super gut nutzen können, weil Latias ist schneller, Suicune mache ich halt fast nichts und ich kann es auf jeden Fall nicht safe reinbringen. Darum habe ich mir jetzt gedacht, okay, ich lasse Knackrack hier sterben und gehe dann raus in mein Waschokwil. Ich bin jetzt hier für einen Kraftkoloss gegangen, da ich sein Heatran predicted habe. Allerdings geht er direkt raus in sein Latias, war auf jeden Fall sehr gut gemacht von ihm. Ich glaube, er wollte Latias so oder so nur sacken. Und ich wurde quasi für meine Dummheit, in Anführungszeichen, ein bisschen belohnt, denn ich bekomme den Crit und dann schütte ich den Burn. Ich bin sowieso gescarft, also der nächste Kraftkoloss hätte ihn dann auch wahrscheinlich gekillt. Ich glaube, zwei Kraftkoloss hätten ihn gekillt. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, das war so. Deswegen, naja, Latias geht hier down. Und damit steht es 3-3. Aid jetzt wieder raus in sein Boilin. Ich kann natürlich nicht drinbleiben bei minus 1 Death. Wir sind zwar schneller, aber Kraftkoloss würde ihn nicht killen. Es wäre auch. Oder wäre es ein Roll gewesen? War es ein Roll? Ich weiß nicht hundertprozentig. Ich habe mir gedacht, vielleicht geht er jetzt auch raus in sein Suicune. Darum gehe ich raus in mein Lapras. Ja, allerdings entscheidet sich hier für den Ice Heap zu gehen. Der macht halt so nichts gefühlt. Und ich habe mir gedacht, okay, bitte hab keinen Durchbruch oder Fußkick. Er hat den Fußkick und Boilin macht halt super viel Damage. Gerade Fußkick auf Lapras ist halt super stark. So, Boilins Leben neigt sich langsam dem Ende zu. Ich gehe jetzt raus in mein Waschokwil und habe jetzt halt predicted, dass er für Heatran oder Suicune geht. Allerdings geht er für die Wasserdüse, ist dadurch schneller als wir. Und U-Turn hätte ihn auch so getötet, auch ohne Life-Up-Damage. Und so sterbe ich halt durch die Rocks. Also Wasserdüse. Ich hätte nicht gedacht, dass der Wasserdüse spielt, weil sonst hätte ich gedacht, hätte er es vielleicht schon vorher eingesetzt, als ich auf minus 1 war. Weil ich bin der Meinung, es hätte mich vielleicht trotzdem gekillt. Ich glaube schon. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber naja, so hat er mir die Wasserdüse gezeigt. Und somit ist Waschakil zu 100% tot. Ich will jetzt hier meinen Stahlbohr rein. Und wie gesagt, ich weiß halt nicht, ob sein Heatran gespaxt oder gescarft ist. Er holt jetzt hier sein Heatran rein und wenn er gescarft ist, müsst ihr seinen Fireblast missen. Er kriegt jetzt hier den Rocks Damage, geht für Feuersturm und er trifft. Damit geht Stahlbohr down und wie gesagt, Waschakwil stirbt durch die Tarnsteine. Damit verlieren wir den Kampf 2-0, aber ich bin überhaupt nicht mad. Ich habe sogar tatsächlich ein bisschen Hex im Kampf bekommen, muss ich sagen, aber Ben hat hier in dieser Stelle einfach besser gespielt und gerade mit Boilin. Boilin war einfach ein super starker Threat gegen mein Team. Gerade mit dem Fußkick konnte ich ihn auch mit Lapras relativ wenig machen. Und ja, damit verliere ich leider. Ich hätte mir vielleicht ein bisschen, also ich hätte vielleicht mit Entei ein bisschen besser spielen müssen, weil Entei macht halt mit Turbo Tempo auf einem Boilin super viel Damage. Und ja, aber im Großen und Ganzen bin ich zufrieden mit dem Kampf. Der Kampf hat mir super viel Spaß gemacht. War ein relativ schneller Kampf. Dadurch, dass ich halt so ein extrem offensives Team hatte. Ich hatte wieder kein defensives Investment, auch auf Pantymos nicht. Nee, Pantymos hatte, glaube ich, auch ein offensives Investment, hatte halt bloß die Soulvest. Und ja, also es hat halt so viel KP-Investment, glaube ich, um alles gut von Krabums zu tanken. Aber naja, das war auf jeden Fall der Kampf. Ich hoffe, er hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, lasst doch eine positive Wertung da. Wir verlieren leider 2-0, aber ich glaube, höchstens Bazi könnte über uns kommen. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube aber schon.
Oder hätte, ich glaube auch Paul, ich weiß es nicht genau. Also ich glaube, Paul und Bart, sie können über uns kommen, aber das wäre jetzt nicht so schlimm. Das Problem ist halt einfach nur, dass jetzt die Leute, die vor uns sind, die vier, die momentan noch vor uns sind, also vor dem Kampf, haben halt jetzt mehr Chancen, den Abstand zu erweitern. Und das möchte ich halt ungern. Ich würde wirklich gerne in die Top 3 kommen. Erster wäre natürlich immer noch super cool. Aber naja, es war trotzdem auf jeden Fall ein schöner Kampf, schöner GPA-Kampf meiner Meinung nach. Konnte man sich echt gut anschauen. Und ja, schaut auf jeden Fall auch bei Bene vorbei. Der hat den Kampf, glaube ich, live kommentiert. Und ja, gut. Das war's dann von mir. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Und ciao.